Liebe Skorpione, herzlich willkommen zu einem weiteren Video für euch. Titellos schauen wir, worum es geht, was auf euch zukommt. Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich zu diesem Video, wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findet ihr hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drückt drauf, ihr werdet automatisch weitergeleitet. Ulala, ulala, ulala. Die erste Karte ist schon perfekt, besser könnte es nicht sein. Wie auch ihr sicherlich gemerkt habt, ist das ein bisschen eine turbulente Zeit, in der sehr, sehr viel, sei es im Privaten, wie auch im Kollektiven, an die Oberfläche kommt. Es wird sehr viel aufgedeckt. So auch bei mir, so gehe ich auch davon aus, bei dir, lieber Skorpion. Nun denn, ich saß hier, während ich in eine Energie hineingetunt bin und mir dachte, was mache ich für den Skorpion für ein Video? Dachte ich mir, ich war wie abgebremst, bis ich bemerkt habe, dass die passende Sonnenbrille fehlt. Ja, lieber Skorpion, weswegen wirst du abgehalten? Ordnung schaffen ist das Thema, doch du bist vom Glück geküsst. Das, woran du bist, am Arbeiten, Aufdecken, was auch immer, wisse, lieber Skorpion, die erste Karte, bestmöglichst die Glückskarte. Halte deine Emotions im Zaum, die können ab und an überwallen, auch wenn du gelernt hast, in den letzten Jahren mit ihnen wohl und gut umzugehen. Doch es wird etwas sein, wo du innerlich überschäumst, überkochen wirst. Ob hoffentlich vor Freude oder vor Wut, schauen wir uns an. Nun denn, liebe Skorpione, ich habe mich heute für euch schwarz-weiß angezogen. Es gibt für euch nichts in der Mitte diesbezüglich eures Themas. So, ihr Lieben, es geht los. Und zwar, du deckst Folgendes auf. Deine Berufung und gekoppelt an ein Commitment. So, wir können jetzt sagen, committest du zu deiner Berufung oder committest du zu einem Commitment? Oder steht dir das Commitment im Weg, um zu deiner Berufung zu committen? Oder es wird anstrengend, steht dir die Berufung im Weg, um dich ganz und gar hinzugeben an einen Menschen. Ich sag dir was, lieber Skorpion. Bei den meisten ist deine Berufung der Weg, den du gehen solltest, um ein erfülltes Leben zu haben, um dich erfüllt zu fühlen, gekoppelt daran, dass du das Band zu jemandem energetisch, praktisch, zwischenmenschlich auflöst. Wer ist es, der da wichtiger ist als du und deine Berufung? Schauen wir uns das Ganze einmal an. Das, was du beginnst, im Außen wahrzunehmen, du weißt, alles spiegelt uns selbst irgendwo wieder. Doch die Selbstsicherheit, das Selbstbewusstsein, wir brauchen nicht darüber reden. Es ist eigentlich Schnee von gestern.
du hast an Stärke und Kraft weit aufgeholt. Du hast deine Power selbst aus dir selbst heraus generiert. Doch wir schieben es noch vor uns hin. Schau genau an, wer über dir steht. Wenn du über dich stellst. Wenn du ehrlich zu dir bist, stell dir die Frage, für wen renne ich gleich? Wer dominiert mein Tun? Ulala. Ja, und bei dieser Frage kommt die Sonne verkehrt herum raus. Die Sonne repräsentiert den Löwen. Sie könnte auch generell Feuerzeichen repräsentieren. Doch der Leidensdruck, das Hin- und Hergerissensein, das Zweifeln, ulala. Lieber Skorpion, es ist die Zeit des Aufdeckens. Ich nehme mal kurz die anderen Karten, sofern ich sie finde. Es ist die Zeit des Aufdeckens. Was bedeutet? Nicht nur das Äußerliche wird aufgedeckt, was unstimmig ist, was längst überholt ist. Nein, es wird auch in dir aufgedeckt. So schaue aufmerksam hin, sei mutig. Veränderung bedarf immer Mut, ganz klar. Doch du hast den Mut. Du hast so viel mitgemacht, so viel an dir gearbeitet, lieber Skorpion. Ich denke, du weißt selbst, es ist die Angst vor dir selbst, weil du weißt, wenn du jetzt Ja zu dir selbst sagst, Tabula rasa. Und so nach dem Motto, wie meine Oma immer sagte, nach mir die Sintflut. Ja, ja, ja. Da schreckst du wohl vor dir selbst. Und so ist es. Denn du zögerst nur einen Schlussstrich heraus. Und redest es dir ganz wunderbar schön. Ausreden, Ausreden, Ausreden. Ja, jetzt werden sie wieder streng. Vor allem für diejenigen, die dieses Jahr 14 Jahre Jubiläum haben, von ich weiß nicht was, vielleicht auch noch am 21. des Monats. Ulala, ulala. Hört genau zu. Es geht darum, deine Welten, deine Wahrnehmungen zu vereinen. Es geht darum, nicht einmal zu trennen, schwarz-weiß, denn da bist du gerade. Es geht zu vereinen. Muss es so weit kommen, dass du das Commitment auflöst? Sie sagen, sie denken schon. Auflösen heißt nicht immer gleich ciao, adieu, leb wohl. In dir auflösen, um es vielleicht auch wieder richtig zu verknüpfen. Es gibt viele Möglichkeiten. Wäge diverse Möglichkeiten ab. Doch lasse das Band nicht im Wege stehen, wo die Wurzeln schon den Druck nicht mehr aushalten vom Erdboden und sich nach oben hin den Weg bahnen. Ja, lieber Skorpion, der Neuanfang, er wird
verzögert. Du sagst höhere Mächte. Ich kann nichts dafür. Ich muss mich um anderes kümmern. Ich bin abgelenkt. Doch weißt du was? Du erlaubst es. Du könntest genauso gut sagen, nein, halt, stopp. Ablenkung, das richtige Maß. Du lenkst dich von dir selbst ab. Und immer wieder kommt eine neue Idee, was denn jetzt zu tun ist, worum sich zu kümmern ist, anstatt einen Schlussstrich zu ziehen und zu sagen, ich mach mein Ding. Yes. In Ungnade gefallen. Ha! Du bist dir selbst in eigene Ungnade gefallen. Denn du regst dich über dich selbst auf. Warum du denn nicht endlich deinen Kelch gefüllt bekommst? Warum du nicht ins Gleichgewicht kommst? Warum du nicht das für dich Normale, in deinen Augen Normale, sehen, leben, fühlen kannst? Hey Babe, das Universum, ein U-Turn, was nicht heißt, du kannst dich relaxed zurücklehnen. Geh in dich. Es ist jetzt die Zeit, vor allem um den 16. bis 22. März herum, dass du ganz genau deine Wünsche formulierst. Aber nicht die aus dem Kopf heraus, nicht die aus dem Ego. Ich will, ich möchte, ich verlange. Nimm dir Zeit, hör auf dein Herz, Flussufer, Bachläufe, Wasser. Hör auf dein Herz und sage, was will ich wirklich? Sie sagen mir, was du möchtest. Sie haben es mir gerade zugeflüstert. Ich werde es dir verraten. Wir machen weiter im Extended. Bis gleich.